Hallo ihr alle, ein Video von mir mit einem kurzen Ermutigungsimpuls. Wisst ihr, was heißt es eigentlich, in den Gottesdienst zu gehen? Was bedeutet es, Gott zu dienen? Wisst ihr, das meint schlicht und ergreifend, dass wir Gott unsere Liebe ausdrücken. So dienen wir Gott, indem wir ihm einfach sagen, Herr, ich liebe dich, Gott. Du bist so wunderbar, du bist mein Gott. Und gerade in dieser Zeit, wo ja Präsentgottesdienste vor Ort ja so gut wie gar nicht stattfinden, ja, möchte ich dir Mut machen, dass du dir in deinem Alltag, wo immer es auch geht, dir Mini-Gottesdienste einbaust. Und weißt du, wie das funktioniert? Nimm mal an, du stehst auf. Und dein erster Weg ist zur Kaffeemaschine. Und dann setzt du dich mit deinem Kaffee hin und fängst nicht sofort an mit irgendwelchen Aktivitäten wie Bibel lesen und beten. Also das sind natürlich tolle Dinge und wichtige Dinge. Aber setz dich mit deinem Kaffee hin und sag einfach, Gott, du bist hier. Ich setze mich deiner Gegenwart aus. Zeig mir, wie sehr du mich liebst. Und dann sagst du ihm selber, wie sehr du ihn liebst. Also, dass du dir Zeit nimmst, einfach in der Gegenwart Gottes zu sein, einfach in der Nähe Gottes zu sein. Und jetzt magst du vielleicht sagen, oh, ich tue mir schwer, mit der Stimme Gottes zu hören und so dieses Reden von Gott, das kenne ich überhaupt nicht. Wie macht man das überhaupt? Aber ich möchte sagen, in diesen Momenten geht es gar nicht so sehr, dass du jetzt hörbar was wahrnimmst, sondern in diesen Zeiten geht es einfach darum, dass du dich der Gegenwart Gottes aussetzt, dass du einfach die Atmosphäre genießt. Und er ist ja da, das hat er ja versprochen. Und das ist etwas, wo du immer machen kannst. Du kannst es machen, zum Beispiel morgens, wenn du aufstehst, wie schon gesagt. Oder du kannst es machen, wenn du im Auto bist, wenn du irgendwo hinfährst, ja, zum Einkaufen, in die Arbeit oder. Hast du dir solche Mini-Zeiten für solche Mini-Gottesdienste nimmst. Es ist immer und jederzeit möglich. Ist es nicht wunderbar, egal in was für einer Zeit wir leben. Ja, einfach zu sagen, Gott, hier bin ich und ich setze mich jetzt einfach deiner Gegenwart aus, Gott. Ich liebe dich so sehr. Zeig mir noch mehr, wie sehr du mich liebst. Und dann wartest du einfach. Und mag sein, dass du dann sogar in deinem Herzen Dinge verspürst. Ja, in deinem Geist auch einen Impuls wahrnimmst, ein Reden wahrnimmst, ob das jetzt hörbar ist oder nicht. Aber oft ist es einfach nur so, dass sich die Atmosphäre verändert, in der du dich gerade befindest. Plötzlich wird ein Friede freigesetzt oder eine Leichtigkeit, wo vorher noch so ein Trubel, so ein Trouble war. Ja, und das ist etwas, was du tagtäglich erleben kannst. Ist das nicht wunderbar? Und dazu möchte ich dir Mut machen. Zu solchen Mini-Gottesdiensten während des Alltages, da brauchst du nicht immer nur eine Veranstaltung oder keine Ahnung was, um das zu erleben, sondern das ist immer, immer jederzeit möglich. Der Herr segne dich mit Begegnungen Gottes während des ganzen Tages. Bis zum nächsten Mal.